Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, heute zocken wir Tetris und wir versuchen festzustellen, was ist besser, Tetris oder Tetris, das ist hier die Frage. So, dann schauen wir mal rein, Tetris, keine Ahnung, noch nie gespielt, zum ersten Mal gezockt mit euch. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Okay, hier gibt es einen Shop. Ich möchte eigentlich einfach mal spielen. Stage 0, ja. Musik an. Okay, hier kommen schon die Heads runter. Ich kann die Heads tauschen. Und dann den aufsetzen. Okay. Da sind noch... Ich muss gleiche Hüte übereinander stapeln. Oder? Da sind 3. Aha. Noch ein, so da, 4, umdrehen, aha, bei 5 gibt es ein Tetris, okay, ein Tetris, was für abgefahrenes Zeug, so da, eine Tasche, okay, noch ein Nachlegen da, schwupp, schon wieder ein Tetris. Ein Wahnsinn. Das geht nicht. Mal das so machen. Tetris. Sehr gut. Da geht was weiter. Nein. Das war eigentlich so nicht geplant. Geil. Nein, das war ganz schlecht. Okay, ich muss ein bisschen mich mehr konzentrieren hier. Ja. Und da nicht einfach nur Waldos nach unten drücken, das ist vielleicht nicht die beste Strategie. So, da. Ein Tetris habe ich schon. Wieder. So, da. Der da kommt darüber. Wie kommt man eigentlich auf die Tetris, Leute? Das ist schon ziemlich abgefreakt, oder? Es ist irgendwie so die Light-Version von Dr. Mario, kommt mir vor. Ja, noch so einen Head hier. Ein Head kommt selten allein. Es kommen 2 solche. Das ist ja ganz doof jetzt. Kann ich jetzt so gar nicht brauchen. Fällt ihm da ab. Das ist jetzt praktisch. Okay. Mach das so. Was soll's? Der Typ da in der Anzeige oben, da links oben, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Der erinnert mich sehr an einen Kumpel. An den Armin. Grüße, falls du das zufällig sehen solltest. Der schaut dir irgendwie ähnlich. Wie mache ich denn das jetzt? Was soll ich denn damit? Das ist doch ein Blödsinn, mit diesen Doppelhüten immer. Da. Wie lange dauert denn das? Ist es endlos, das Game, oder? Na, ich wollte... Ah, ich habe runtergedrückt, unabsichtlich. Okay, ich mache mal hier Pause und buche mir hier noch ein anderes Level. Mach mal einen Reset, einen schnellen. Um zu sehen, wie die anderen Levels so sind. Ah, das ist so ein Dr. Mario-artiges Stehen in Ding. Das liegt mir nicht. Ich habe lieber Tetris. Wobei, kann man schon sagen, ist interessant gemacht. Mit Ton. Mit Ton bitte. Geht schon. So, da. Puh. Keinen Schimmer. So, da, der kommt. Da. Ja, naja. Okay, das ist so mit
Mir zeigt, dass man schon abbauen muss vorher. Doof jetzt, ne? Das ist alles total unpraktisch hier. Schwarzer Hut. Schwarzer Hut. Riesenzylinder auf. Ach geh, es ist ein Mist. Na, das ist. Was passt eigentlich nirgends irgendwie hin? Ja, das geht da runter. Das, das wollte ich nicht drehen. Ah, total verbockt hier. Mega fail. Na, das wollte ich auch nicht. Das wird nichts. Das wird nichts, Leute. Das wird nichts. Nein. Das wird ein Schuss in den Ofen. So. Na, 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 na. Ich mach mich im Over. Das ist sinnlos. Ich probier's nochmal. Na, da bin ich wohl nicht in den Besten der Welt. So. fangen wir mit 1 an und Stage 0. So mal. Schwarzer oder Zylinder? Ich nehme den Zylinder. Ich kann sich nur entscheiden, Mist zu bauen, oder? Egal wie man es dreht, man wird immer Mist bauen müssen. Ah, nein, das geht sogar. Sehr gut. Gut, das ist ein Hermann Monsterkopf drunter. Sowas. Ja, soll ich denn mit der Krone anfangen? Nein. Das ist doch Mist. Krone. Wieso? Na, das passt ja eigentlich. Eigentlich mal so verkehrt. Ja, wie soll ich das machen, dass das Sinn hat? Hi. Aber da ist dann gleich noch eine Krone. Egal, dafür habe ich. Nein, ich habe es nicht einmal voll dadurch. Ja. Na bitte, ein paar Punkte abgezahnt. Es ist ein blöder Hut, wieder so ein Hut. Ich dass ich immer gleiche Hüte machen kann, dass man nicht jetzt einfach die einzigen kann, die Hüte, die dazwischen sind. Oder geht das eh? Und ich habe es noch nicht rausgefunden. Schauen wir mal. Na, es geht nicht. Hätte mir von der Mechanik so besser gefallen mit, dass man was dazwischen geben kann. Ah, das ist doch alles Mist hier. Wie soll denn das gehen? Schwarz, hell. Schwarz gegen hell. So, dann die Mario-Kappe da tauschen. Den da ganz rüber. Ah, das könnte hinhauen. Ah, ich muss jetzt sagen, zum Let's Play ist das jetzt wahrscheinlich nicht das spannendste Spiel dieser Welt. Freut mich natürlich, wenn ihr trotzdem dran bleibt, aber ja, gut, bei mir beim Versagen zuschauen ist vielleicht auch nicht so schlecht. Fühlt man sich vielleicht gut, wenn man es besser selbst besser kann oder es zumindest glaubt. Also schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr glaubt, dass ihr das Spiel besser könnt als ich.
Ah, bitte freundlich bleiben. Bitte freundlich bleiben. So. Das war natürlich wieder Bockmist. Warte, ich setze dich da drauf. Und setze dich da her. Und den. So. Okay. Gut, lassen wir das. 10 Minuten sind um. Das war Hatris. Naja, was sollen wir davon halten? Sound ist okay, Grafik ist okay, Gameplay ist. Ich bin mir sicher, es gibt Leute, die mögen das. Ich bin kein Fan davon. Aber naja, was nicht heißt, dass es schlecht ist. Gut, ich sage danke fürs Zuschauen. Ich bin mir sicher, ihr habt schon abonniert. Wenn nicht, wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Das könnt ihr da unten machen. Dann könnt ihr mir noch natürlich einen Daumen hoch da lassen, da freue ich mich. Und da drüben könnt ihr gleich weiterschauen, weil ich habe schon jede Menge NES-Games gezockt. Nicht zu fassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.